Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge. In dieser Folge haben wir endlich die Waffen-Challenge gemacht. Ihr durftet ja voten, mit welcher Waffe ich rumrennen soll, und eure Wahl war die CR-75. Ich habe jetzt über eine Woche lang Gameplays gesammelt mit der CR-75, dass ich natürlich für euch ein geiles Video zusammenschneiden kann. Und naja, ich bin zu dem Entschluss gekommen, ihr müsst mich ja abgrundtief hassen. In diesem Sinne zeige ich euch jetzt mal einen kleinen Einblick, wie meine Woche war. Hinter ihm. Hat einen Hit von mir, hat einen Hit. Ich bin dead. Da, glaube ich. Ich bin dead. Hat, glaube ich, einen Hit. Ich bin unconscious. Ich bin dead. Alter. Ich bin dead. Und eins sollte klar sein, ich wäre nicht euer Sheriff, wenn ich nicht diese Herausforderung annehmen würde. Und auch in dieser Folge hatten wir wieder eine Bekanntschaft, die natürlich etwas zwiegespalten war. Deswegen behaltet diese Person auf jeden Fall im Auge, was da noch passieren wird. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, hoffe ich, ist das auch wieder so friendly. Ja, mit Sicherheit. Wenn nicht gerade auf uns geschossen wird, ist alles cool. Und jetzt würde ich sagen, lehnt euch zurück, euer Sheriff nimmt diese Herausforderung an. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, jetzt geht's los mit dem Video. Hier M4 für einen. Ich hab's Papier gefunden. Kann das Mac haben. Hier noch Munition M4, 16 Schuss, nochmal 16 Schuss, doppeltes Magazin full. Das tut so weh, Mann. Hier eine AKM mit Trommel-Mac, hier noch ein volles Trommel-Mac. Das muss euch heute gar nicht looten hier. So, liebe Leute, dass ihr jetzt natürlich wisst, was hier passiert. Wir droppen natürlich unsere Waffen, um natürlich die CR-75-Challenge zu machen an der Stelle. Neues, Grüße gehen auf jeden Fall an der Stelle raus. Du musst mich absolut hassen. Bleib mal genau so. Holy shit, ist das gut. Alter, bin ich ein Model oder bin ich ein Model? Über die Arme. Wollen wir los, oder was? Ja, ich hab gelbes Leben, Blut wieder voll, also von mir aus. Drück ich dir nochmal eine Kodein. Ich hatte dir nur Kochsalz gedrückt, deswegen. Danke, Senor Bex. Kapitän. Gut, dann lass uns mal töten gehen. Alter, das ist so ungewohnt. Lass uns mal töten gehen, sagt er. Wie das aussieht. So, liebe Leute, wir rennen jetzt absolut in den Tod. Wieso komme ich hier schon wieder nicht runter? Geh doch da runter. So. Wenn ich keine Piste finde, geht eine Brechstange auch? Ist das in Ordnung für euch? Ja, Fäuste wäre besser, aber... Digga, dann nehme ich die Faust. Die Faust Gottes kommt, Digga. Oh, perfekt. Lass hinten rausgehen, nicht hier vorne. Lass hier hinten. Schakal. Ja. Bist du? Auf der Hauptstraße. Logo da oben, ja. Ihr lauft hier hoch. Dreh dich mal rum, bleib mal stehen. Hier ist ein Spieler. Nein. Ab runter da, ab runter da. Ich komm, wo ist er? Er hat mich hier viel. Ich blute einmal. Ich habe keine Munition mehr. Bex, ich bin jetzt gleich hinterm Double Green. Sauber. Ist er dead? Ja, ich habe ihn gut angehittet. Nee, jetzt ist er dead. Danke. Verbindet mich jemand? Ab ins Double Green und dann. Sorry, Luca, ich hätte ihn eigentlich auch dir lassen können. Nein, alles gut. Dead ist dead. Ihr hat aber nicht mehr gebraucht. Nice. Ich hab einen Kill. Du hast einen Kill? Mit der Piste. Mit der... Das glaube ich ja nicht. Aber vor allem, er musste von mir auch noch 3 Hits schlucken, ne? Ja, ich hab den 11-11 gedrückt. Ja, ich hab gesehen, also bei dir ist bestimmt 3, 4, 5 Mal bei dem das Blut gespritzt. Was ein bisschen unrealistisch ist, weil in echt hältst du so viel Schuss auch nicht aus. Naja. So, liebe Leute, da hat die CR-75 das erste Opfer gekostet. Selbst du hinterm Nexus, Haus. Nexus. Oh. Nexus ist hinterm Haus. Als Bambi? Nein, voll equipped. Bei uns? Ja. Pass auf, wegen Granaten. Ja, hinterm Nexus. Haus. Nein, der ist im Haus daneben, in dem Hexenhaus. Ist ja, er redet. Cool. Er redet. Wollen wir ingame? Ja, erstmal. Würde ich sagen. Ein Auto kommt. Hallo. Auto. Bleib weiter. Ja, warte, ich komm. Wenn du mich nicht abknallst, wo bist du? Nix.
Nexus? Nexus war eben hier drin. Da vorne am Brunnen ist ein Equipter und da vorne ist, rennt noch ein anderer rum, ein Bambi. Ja, ich sehe ihn. Das ist Nexus, glaube ich. Hallo. Hi. Hat einer von euch hier irgendwie Multi oder Tetra oder so? Ja, komm mit. Wer ist der da? Das ist Double Red. Bist du krank? Hast du einen Schnupfen? Dieses Update, das neue ist so abtörend, ne? Schön, dir. Du spawnst neu und bist komplett gleich krank. Das ist so ekelhaft. Ja, die Feldflaschen, das ist beim Update neu. Du kannst jetzt auch nicht mal aus Feldflaschen trinken. Musst du vorher. Kill me, please, kill me. Alter, ich stand dahinter hier. Ich konnte nicht mal anvisieren. Ja, seit dem neuen Update kannst du nicht mehr aus Feldflaschen trinken, da wirst du auch krank. Ja, aber Brunnen sind noch normal, oder? Brunnen kann ich trotzdem trinken. Ja. Ja. Denke ich. Alter. Das war dafür, dass du. Alles klar an der Stelle. Ja, moin. Das ist für die Aufgabe, Alter. Gut, wollen wir weiter? Ja, würde ich sagen, oder? Jo. Okay, Nexus. Ich wünsche euch was. Mach's gut, ciao, ciao. 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 Ist jemand von uns Main-Gebäude? Nein, ich nicht. Steps, Main-Gebäude. Ja, da ist einer drin. Hab ihn hier am Fenster gesehen. Kommt jemand zu den Zelten? Tür ist zu, hier links. Nee, also wir sind alle bei den Zelten, oder? Irgendeiner ist beim Main-Gebäude? Davor? Ja, da ist irgendeiner drin. Nee, wir sind davor, ja. Der steppt, glaube ich, hier bei mir an der Türe. Ich bin bei euch am Fenster. Ich bin drin. Wo? Da! Wo? Wo ist wo? Der? In der Küche. Bist du außen rumgelaufen gerade? Ich komme von der anderen Seite. Warte. Ich komme von der anderen Seite. Chill. Ich bin drin. Hat übelste Hits. Zerberstet, meine Lieben, zerberstet. Und ich hab nur noch 5 Schuss. Granny Hunter war das. Das war Granny Hunter. Oh shit. Granny, Grüße gehen an der Stelle raus, wenn du das Video siehst. Digga, das war nicht unsere Absicht. Granny Hunter nochmal hier an der Stelle. Tut uns 20. Auto. Hey, ich hab nur noch 5 Kugeln. Schakal, Deckung, Auto. Ja, ja. Fährt aber weiter, so wie es gerade aussieht. Zwei ich. Du findest ums Verrecken keine 9x19. Ich glaube, ich. Nee, doch nicht. Es war jetzt mal so der erste richtige Kampf, wo er auch auf mich geschossen hat. Und ich habe überlebt mit der CR75. Backs, wir ganz vorne. Ah, die mit den stärksten Waffen voran. Ja, klar. Ja, vorne. Guck, in Österreich weil, und Schweizer. Das Auto ist nämlich da gerade. Schuss auf mich, auf uns, vom Wald. Ja. Ich habe nichts gehört, das hat sich angehört wie ein Zombie. Auch wie so knarzendes Blech oder sowas. Ja, genau. Ich, hier links vorne im Waldstück, denke ich. Schweinerei. Richtung Sandbags, zweite in der Mitte. Ja. Ich bin jetzt am Main-Gebäude, aber. Ich wollte auch gerade hinpushen. Also hinter Main Gebäude. Okay. Push jetzt auch zum Main. Vielleicht schießt er ja auf mich. Selbst wenn er schießen würde mit seinem Schalli, haben wir kein Mündungsfeuer. Spieler? Links? Spieler vorne links, an den Sandbags. Links. Kommt zu uns, hat eine Waffe auf dem Rücken. Hat sie gezückt. Ach, da ist sie hin. Glaube ich, ich bin unconscious. Blute zweimal.
Happen. Nice, wenn ihr mich hier verbinden könntet, würde ich überleben. Wo bist du? Ich lieg genau hinterm Camo. Da kommen zwei Zombies. Ich danke dir. Brauch mal Hilfe. Ich darf mich nicht schlagen lassen. Ich bin auch Zombie. Jo. Aua! Aua! Ey, diese Waffe ist absoluter Schmutz an der Stelle! Oh Gott, ich treffe hier gar nichts. Meine. Bin jetzt an der Tankstelle. Ich kann nicht schlagen. Wir schießen hier gerade den Balota. Blute hoch, warte. Ich muss kurz in Camo. Ich muss Max voll machen. Aber ich habe den Kill nicht gekriegt, ne? Ich habe auch ich hab den geholt. Nee, schon wieder Schuss. Ja, auf mich. Der sitzt irgendwo da hinten im Wald, wo ich gesagt habe. Der, siehst du, der ist da im Wald vorne. Aber das ist eine VSS. Ich sehe ihn. Er steht bei den Sandbags links. Darf ich ihn mit der La holen, wenn er nochmal piekt? Da sind doch diese Sandbags, diese Viereckdinger. Ja. Diese braunen. Da links, ganz links, wo das Gebüsch anfängt, da hat er gerade drüber geaimt. Also das heißt hier direkt vor uns. Bevor der Weg anfängt. Oder das weiter, weiter nach rechts. Da drüben beim Waldrand, vorm Waldrand. Ja, da sitzt er. Ganz linke Seite habe ich ihn gesehen. Nicht hat er gepickt. Dein Ernst. Doch. Dann pushen wir den, oder? Versucht den ein bisschen abzulenken. Ich komme von hinten. Ah, ich habe ihn, glaube ich, gesehen. Bin jetzt im Main-Gebäude. Da läuft einer weg, geduckt. Auf wo? Ich sehe ihn. Der läuft jetzt rechts zu den Sandbags. Hab ihn nicht. Ist jetzt im Wald. Hinterher, oder? Ja, komm. Auf den Schießer? Ja, auf den Typ, der ist hoch in den Wald gerannt. Ich hab zwar nur gelbes Leben. Halt ihn ein bisschen auf. Hab keinen Mund mehr. Ich bin tot. Sehen vor mir. Wenn du nur ein Magazin hast, ne? Da sind mehrere. Ja, ich bin da auch. Hey! Das ist Neuse hier vorne. Ja, keine Ahnung, Pech, wenn man den kommt. Ich sehe ihn. Ich bin hinter ihm. Hat einen Hit von mir, Ich bin dead. Happen. Nice. Kurze Info hier an dieser Stelle, nachdem ich natürlich abgeknallt wurde, bin ich so schnell wie möglich wieder in Richtung Bags, weil Bags hat nämlich noch zwei CR-75 im Backpack gehabt. Hier wurde jemand zerhackt. Wo? Oh. Tatsächlich. Nein, ich kann nichts trinken. Ah ne, die Dose ist kaputt. Ich wollte gerade schon heulen. Aber was Dr. Teufel natürlich hat, sind die Drogen. Spieler vor uns auf der Straße. Ja, pirscht sich da in dem braunen Haus. Siehst du den vor uns? Ja. Ja. Willst du aufmachen? Wollen wir hin? Mach schon. Ja, würde ich sagen, oder? Ja. Let's go. Oh Gott, Bex. Nein, ich schwebe in der Luft. Jetzt, okay. Let's go. Guck mal kurz hin. Das wird interessant. Soll ich die Kiste schon umdrehen? Sollen wir gleich schießen? Weiß nicht. Oh, der ist wieder auf der Straße. Er sitzt da vorne. Siehst du? Ich sehe ihn. Hat aber eine Waffe in der Hand. Nee, der friert. Hat auf jeden Fall eine Waffe auf dem Rücken. Ja. Links rum, ne? Siehst du? Wo ist der hin? Nee. Ah, da vorne. Siehst du? Ich sehe ihn. Ja, wir greifen ihn an, oder? Let's go! Und Feuer, oder? Was? Wir haben einen getötet! Du hast ihn direkt One-Shot gegeben! Wir haben einen getötet, liebe Leute! Die CR-75 ist eine absolute Maschine hier! Wenn man sich anschleicht und den Leuten von hinten in den Kopf schießt, dann funktioniert das! Hast du dem gerade One-Shot gegeben? Ich weiß es nicht, ich habe voll drauf gehalten. Kommt's klar? Ja. Weil ich wollte auf ihn losschießen, hat's schon geschossen und er ist einfach rumgefallen.
So, liebe Leute, wir haben jetzt gerade eben einen mit der CR-75 niedergestreckt, genau an der Stelle, aber wir hatten Server-Restart. Deswegen ist die Leiche jetzt weg, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Liebe Leute, ich möchte aber dazu noch sagen, das war ziemlich feige und hinterrücks. Bitte nicht nachmachen. Aber ich habe einen Kill gebraucht mit dem Ding. Ich weiß gar nicht, wer den gekillt hat. Du oder ich? Du. Nice. Ich wollte ja gerade losschießen, da war er ja schon tot. Sehr gut. Willst du den Rest laufen, oder was? Wo treffen wir uns? Dann gehen wir jetzt nach Pavlovo. Treffen wir uns alle in Pavlovo, oder? Wenn ja, Percy da eh ist. Warte ich hier erstmal schnell. Let's go. In der Schule. Weil mir springt einer raus. Das sind wir? Ja, das sind wir. Ah, okay. Tschö, sind wir. Da liegt einer. Hier liegt einer. Ah, das ist Percy. Das ist Percy, oder? So. Percy, du bist im Erdgeschoss. Nee, du bist im Erdgeschoss. Alter, Percy, Mann. Hä? Oh mein Gott, zum Glück seid ihr das, sonst wäre ich tot gewesen. Ja, wir. Ich dachte, ich habe mich in der ersten Etage ausgelockt. Ne, wir hätten dich jetzt von hinten sowas von einmassieren Wie können. Wie von hinten? Von hinten ein. Von hinten hat er gesagt, liebe Leute. Ich habe ein bisschen Angst, weil der, wo hier geschossen hat, hat eine La. Ha, easy. Wir one-shotten den. Hat er auf euch geschossen oder was? Ne. Ne, hat aber hier rumgeballert. Ja, weil ich bin hier hoch im Bombard, glaube ich. Ah ja. Dach schon komplett gecheckt? Nee. Okay, ich push einmal ganz kurz raus. Sieht aber absolut fein aus hier. Nein, oben sitzt einer drauf! Oben sitzt einer drauf! ganz oben? Ja, ich könnte ihm einen Kopfschuss geben. Warte mal ganz kurz. Hat er mich gesehen? Nein, der guckt in die andere Richtung. Jetzt guckt er hierher. Oh nein, der liegt da oben. Der arme Bengel. Warte, wer ist das? Schakal, bist du das? Nein. Der hat eine rote Binde an. Warte mal, ich geb dem Kopfschuss. Hat jemand eine Nate? Kriegst du den da oben? Schade, ich hab Vierer. Nein, ich hab keine Nate, aber ich sehe ihn jetzt auch nicht mehr. Also ich mach. Ich hoffe, ihr lebt noch. Ist das dein Ernst? Sagt mir bitte, dass ihr noch lebt. Percy, hast du gerade die Nate hochgehen lassen? Let's go. Ich zapp erstmal ganz kurz hier rüber. Na komm, guck mich an. Ich sehe den nicht. Oh, die Schüsse höre ich. Nee, der ist nicht mehr da. Nee, ich wollte gerade sagen, oben ist nicht doch keiner mehr. Nein, der ist nicht mehr da. Ausgelockt. Combat Logger. Ist ja widerlich an der Stelle. Aber ich könnte mal gucken, ob hier Percy noch Magazine für die CR-75 hatte. Kannst Percy seine Plattenweste nehmen? Die habe ich schon an. Komm, Und nicht Lootgeier nennen? Hey, hallo. Das, was du in dem Video gebracht hast, das war geil. Das war so geil. Oh Mann, ey. So, hier, Luca. Siehst du den? Oh ja, ich sehe ihn, Bex. Ich sehe ihn. Liebe Leute, ihr wisst Bescheid. Der Sheriff ohne Cowboy-Hut hier geht absolut nicht. Nice sieht er aus. Guck mich an, du Drecksack. Wo guckt er hin? Jawohl. Okay. Ja, der Zombie war jetzt nicht der Rede wert. Absolut nicht. Wer ist das hier? Niemand schießen! Hab ich. Ich bin bei dir. Objekt Obu. Objekt Boah. Obu, Digga! Ich glaube, ich hab dich jetzt auch schon 50.000 Mal getötet. Grüße gehen raus. Boah. Mal kurz reden. Nice. Dann hab ich den Fahrrad. Ach, ich hab ein CE. Ja, wir gehen schon mal unter in die Stadt. Spieler unten! Ja. Wo? Direkt an einem grünen Gebäude, direkt vorne an der Straße. Gesehen, ne? Der hat nix, ne? Ne, hat nix. Yo, Bro, what's up, man? Hey, Dude, what's up? Objekt Obu. Hey, Objekt Obu, what's up, man? Sorry for killing you, man. Hello? Yes, you scared me. Do you have a mic, my friend? Ja, sicher, Junge. Hey, was geht ab? Ah, du bist auch noch deutsch. Hier, du hast mich so erschreckt, eben, Pavlovo, ne? Sorry. Jo, Alter, du mich auch.
Du saßt da plötzlich in der Hütte drin. Ich war da meine Dose schön am Aufmachen, auf einmal kommen da so drei Leute ein. Full Equip angelaufen. Naja, was heißt hier Full Equip? Deutsche. Ja. Sicher. Ja, nice. Bist du alleine unterwegs? Die ganze Zeit damit? Ne, ich hab Kollegen oben, Zeleno. Ah, okay. Vorhin da gestorben. Ist Zeleno wieder Action, aha, oder wie? Aha. Schakal! Ich kenne dich. Oh, ich hoffe doch nur im Guten. Jetzt bindet er sich selber die Hände. Schakal, du bist der, ja, Wahnsinn. Ja, ich hab nur drauf gewartet. Sehr geil. Sehr geil. Ne, wir können das ja hier alles friendly lösen, ist ja alles cool. Sehr korrekt, ja. Ja, nee, also ich hätte dich auch nicht erschossen, aber du hast halt direkt vor mir gestanden, ne? Ja. Als ich da reingerannt bin. Nee, also dann habt ihr in Zeleno wieder absolute Action, oder wie? Aber die ganze Zeit durchgehen. Okay, geil. Zeleno geht ab. Ja, normalerweise Zeleno ist unsere Hut. Ich seh schon, alle mit Pistole am Start. Ja. Und da haben wir in Zeleno nicht so viel Chance mit so einer Zehe. Die Abonnenten, ja, durften sich aussuchen. Mit welcher Waffe ich rumrennen muss. Ah. Ja. Ah, hat's jetzt Klick Ingo gemacht, ne? Ja. Ingo kenn ich den Namen, ja. Ja. Und, oh, Schoko ist irgendwie. Ich Name irgendwo gelesen. Ja. Nee, und CR75, ne, du weißt ja selber, da kannst du eigentlich Bandagen werfen, da sterben die Gegner schneller. Vor allem, wenn jemand ein Play dreht, dann kannst du ja zwei Magazine drauf haben. Ja. Passiert ja gar nichts. Das ist katastrophal. Ne, cool. Ja, wir machen uns jetzt mal weiter an der Küste entlang. Mal gucken, was so passiert. Vielleicht kommen wir später auch nochmal hoch nach Zeleno. Für mich, Jungs? Ja. Ja, warte. Hier, komm, ich muss wieder was gut machen. Hier, ich muss dir sogar auf. Liegt da. Ich hoffe, du siehst es. Thunfisch und Speck. Ja, ich seh's. Ich habe immer gedacht, du wärst ein Ami oder so. Nein. Weil wir sind schon öfters aufeinander getroffen. Ja? Du bist auch im letzten Video von Teilzeitteufel drin, da saßt du im Busch bei Lothar. Okay. Im Busch drin. Ja, Mann. Okay. Da, und wolltest mich abknallen. Da hast du auf ihn geschossen und er hat dich Da brauchst du nicht so traurig gucken an der Stelle. Nee, Spaß. Guckst dir halt das Video mal an, gibst einfach den Namen in YouTube ein. Das müsste das letzte Video jetzt sein. Da warst du bei Lothar Airstrip und hast dich im Busch versteckt. Ich bin erst an dir vorbeigelaufen. Okay. Guck ich mir mal an. Ja, nice. Bei Lothar war ich schon ganz schön lange nicht mehr. Deswegen, egal. Guck mal an. Ja, perfekt. Schon länger her? Ja, das Gameplay ist schon länger her. Okay. In einer Woche oder so. Ja, okay, nice. Dann gehen wir lieber dann. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, hoffe ich, ist das auch wieder so friendly. Ja, mit Sicherheit. Wenn nicht gerade auf uns geschossen wird, ist alles cool. Ja, man muss immer die Namen vorher lesen können. Ja, das stimmt. Na gut, dann. Bleib auf jeden Fall friendly. Ja, bleib am Leben. Jo. Viel Spaß in Zeleno. Mach keinen Scheiß. Ciao. Bist du das, wo Zombies abknallt? Ja. Okay, dann komme ich raus zu dir auf die Straße. Oh, da ist ein Bambi. Aber ich glaube, der wollte sterben, der hat sich totprügeln lassen. Was vom Zombie. Okay. Oder der hat von hinten. Bei dir! Ah, da! Zu spät, ich bin tot. Ich bin fast deshalb tot. Sache. Bambis nicht mehr laufen lassen. Also, das ist nett. Der ist hier hinterm Kiosk. Hast du ihn gesehen? Schoko? Der ist glaube hinter mir gerade gelaufen. Hinter dem Yachthaus? Nee, das war ich. Hinter dem Yachthaus? Yachtshop meinst du? Bei mir rennt noch einer. Ah, ist ein Zombie. Meine Fresse. Der muss definitiv hinterm Kiosk irgendwie sein. Läufst du vor dem komischen kleinen Holz? Ah, nee. Oh Mann. Jetzt habe ich noch 7 Schuss. Ah, das bist du, ne? Ja, bin ich. Okay. Hinter Kiosk oder hinter dem Supermarkt? Das müsste der Supermarkt sein.
Dann ist sie hier vorne. Hat mich nicht. Hat mich erwischt, ich habe eine Schnittwunde. Oh, ich bin tot. Nee. Ja, mit einem Treffer. Oh, ich. Ich muss mich unbedingt verbinden, sonst bin ich tot. Bex? Scheiße. Ja. Einfach auf alle schießen, was nach Bambi ausschaut. Der hat nichts gehabt, das war eine AK, das war Bambi. Ich verreck. Ich verreck. Ich hab so Zombie-Aggro hier gerade. Bist du im Supermarkt drin? Ja, ich bin gerade rausgerannt. Ich will ins Birschner Haus. Komm. Come on. Mach die Türe zu. Okay, ich bin safe. Uff, aber rot blinkendes Leben. Ich weiß nicht, ob der tot ist. Ja, ich glaub, der ist dead. Nice. Ja, kommt noch ein Auto. Ich bin jetzt im beigen Haus oben drin. Oh, meine Fresse. Liebe Leute, was ist hier los? Ich komm runter, ich bin Pablo. Wer steppt bei mir? Ich bin drin. Ah, okay. Ich. Nee, ich bin gerade neu. Hätte ich eine richtige Waffe gehabt, ich hätte ihn so gehabt. Ich hab den mit der CR gepusht. Ich hab das auch nicht verstanden, ich hab genau auf den drauf gehalten und er hat mir einen Schuss gegeben, ich war sofort tot. Headshot, vielleicht. Ich wollte nämlich gerade noch Codein geben. Oh! It's Elias redet hier. Hey, it's Elias, was geht ab? Hey. Du hast gerade... Ja, du hast nicht gerade auf uns geschossen, oder? Nee, ich war im Auto. Moin. Servus. Moin. Nochmal danke, ne, dass du mich wieder gefragt hast oder dass du alles hochgeladen hast. Danke, ja, kein Mann. Problem. Ja, nice, nee, wir müssen nur ganz kurz den Stuff saven von Percy und von Chakal. Ich hab bloß kaum Life. Ich kann Bex wirklich helfen. Wer schießt da? Da war noch ein Dude, ich weiß nicht. Irgendein Randy war im Auto. Ja. Deswegen wollte ich nur zurückkommen, weil ich dachte, dass ihr das vielleicht seid, weil ihr ja gerne auf Auto schießt, glaube ich. Ja, ab und an. Oh, Schuss vom Berg oben. Schuss vom Berg. Lass mich, ja, mach doch die Tür nicht zu. Los. Warte, ich mach zu. Nein! Warte, ich mach zu. Jetzt! Du hast ja super. Ist die Frage, soll ich allein versuchen, die zu flankieren von weiter rechts oder nicht? Ich würde dir gerne helfen. Ich kann schon wieder einen im Wald da oben rennen sehen. Ich weiß halt nicht, wie weit ich nach vorne rennen kann, ohne dass der links mich irgendwie im Blick hat. Der sieht dich sofort, also sobald du hinter so bei der Straße, bei der Bushaltestelle bist, schießt der schon auf dich hier. Wenn du da stehst. Ja. Der Bushaltestelle. Ja, und jetzt schau mal, hier vorne gibt's diesen Schuppen. Mhm. Ob dieser Schuppen genügend Platz hat, damit ich da hinrennen kann, dass die vielleicht zu mir gucken, dass Bex vielleicht von rechts rumkommen kann. Ich weiß nicht. Das ist halt die Frage, ich kann dir das nicht genau sagen. Objekt Obu hat Schokomilch gekillt. Aha. Ja, ich hab gewusst, ich hätte ihn töten sollen. Verstehst du, was ich meine? Und wir quatschen noch groß mit denen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, hoffe ich, ist das auch wieder so friendly. Ja, mit Sicherheit. Wenn nicht gerade auf uns geschossen wird, ist alles cool. Komm, Jungs, ich probier's. Bex. Schalt mich bereit. Bei dem beigen Haus vorne ist dieser kleine Holzschuppen. Zu dem renne ich hin. Ich hab jetzt gelbes Life. Bei 3 renne ich los. 1, 2, 3. So ein hinterhältiges Arschloch hat er. Ah, okay, ich bin da. Ah, ich versuch's einfach, wenn ich sterb ich. Ich will wissen, von wo die Aim auf uns haben, verdammte Kacke. Links. Richtig weit links. Ich hab ihn gesehen. Ich bin dead. Alter. Kurze Klarstellung hier an dieser Stelle, dieser Object Obu war eigentlich erst voll friendly zu uns, weil wir natürlich zu viele waren. Er meinte, sein Freund wäre in Seleno, aber komischerweise war er wohl in Pavlovo, also Kamenka-Richtung und hat uns dann angegriffen, weil er wusste, dass wir nun mit der CR-75 spielen. Was ich natürlich eine absolut dreiste Aktion finde und natürlich kann man im Killfeed recht schnell verfolgen, wer wo wen erschossen hat. Deswegen haben wir uns jetzt gedacht, wir lassen die CR-75 mal geschwind beiseite und zeigen den Leuten mal, was der Sheriff machen kann, wenn er richtige Waffen hat. Ich step, ich bin Bambi im Busch irgendwie. Du bist gerade über mir gelaufen. Guck mal, ich schlag hier im Busch. Du bist gerade direkt über mich gelaufen.
Alter, ich hab dich gar nicht gesehen. Ja, man sieht dich von hinten gar nicht, ey. Okay. Du bist einfach über mich drüber gelaufen. Ich denke, hä, was ist mit dir los? Ja, ich lauf mal hier weg von dir. Hier, komm mal her. Achso. Codeintabletten hat keiner von euch, ne? Nee. Doch, an meiner hier Leiche wären noch gewesen. Der Leiche vier ist mit weg. Zwei Max. Siehst du die? Ja. Ich hab ja die La, das reicht erstmal. Dann würde ich sagen, let's go. Also Jungs, wir kommen jetzt von oben runter gepusht. Mhm. Wir laufen den Berg ziemlich großzügig außen rum. Hast du? Na, der Lock, der schießt ja auf mich. Ja, Sniper. Okay, hier kommt jetzt das Feld. Der Holzmann? Nee, jetzt bin ich nicht. Ich bin grünes T-Shirt, Cup, Schnurrmütze. Der läuft hier lang, warte, der läuft hier lang. Von Lukas Vangeli. Mhm. Also einer auf jeden Fall. Aber ich glaube, der hat nicht zu den gehört. Und der Zombie, pass auf. Ich bin jetzt noch immer noch links von dem Feldweg. Der ist hier irgendwo. Mal rein ins Haus. Gut, wenn wir so durchlaufen, dürften wir ja niemanden übersehen, oder? Eigentlich nicht, ne? Mord doch, sonst sind wir hier eingekesselt. Oh cool, du bist ja eben auch über mich drüber gelaufen. Ja, Mann. Ich hab dich aber von hinten gar. Also, du lagst komplett drin. Der, wo mich erschossen hat, war auf jeden Fall links unten auf dem Feld. Der ist aber auch gestorben. Ah, okay. Nee, hier saß wieder einer beim Jagdschock irgendwo auf dem Feld. Equipped? Das weiß ich nicht. Ich hab bloß gemerkt, dass er mich geschossen hat. Da oben, ich sehe eine Ghillie laufen. Wo denn? Der liegt, der läuft beim Jagdshop rechts oben am Berg. Wenn du die Straße hochgehst zu Pablovo, läuft der im Wald. Der spottet, der piekt. Straße, wenn du die Straße hochläufst, links ja, oder rechts im Straße, Wald? Rechts im Wald, rechts. Also bei uns, ja? Ja. Ich bin tot. Ja, Schuss hier vorne. Karte. Ja, komm, den holen wir uns jetzt. Ja. Da, ich sehe ihn. Ja, dann weg mit ihm. Ach, da vorne, ja. Ich push den. Der rennt weg. Ich komm mit. Ich hab ihn auch schon auf. Nee, ich auch nicht. Da ist er. Da ist noch einer. Einer dead. Einer dead. Der Ghillie muss irgendwo hier in dem Busch sein. Ich hab eine Schnittwunde. Object Obu. Da bist du. Ja. War das der Ghillie, den du gekillt hast? Nee. Hier liegt ein. Ah, doch, ein Ghillie. Jetzt ist er dead. Object Obu. Grüße gehen an dieser Stelle raus, Herr Object Obu. Das war der andere, den ich gesehen habe hier. Ja, ja, erstmal einen auf Friendly machen und dann hier einen auf sowas. Ich pack den seine La ein. Ich bin im Wald, ja, wo ihr wart. Ja. Scheiße, ich muss mich kurz bandagieren, Bex. Ich schieß kurz. Ja. Ja, alles gut, ich bin bei dir. Stark gemacht. Wer ist hier im Wald? Bin ich, oh, bin ich. Okay. Ich hoffe mal, mein Tod war nicht umsonst. Nee, wir haben sie. Liebe Leute, ich hoffe natürlich, ihr verzeiht mir das Ganze jetzt hier, dass ich nicht die CR75 genommen habe. Aber in der Situation konnte ich nichts machen, liebe Leute. Das war etwas zu heikel hier. Aber eins kann ich versprechen. Sollte der mir nochmal als Bambi über den Weg laufen, dann warte ich nicht los. Den erschießen. Sowas. Weißt du, der sagt schon Freundin Celeno. Letztlich ist er doch wieder hier. Ja. Wollen wir langsam dann hier weg? Würde ich sagen. Meine Leiche ist wahrscheinlich weg, ne? Ja, deine ist weg, hab schon geguckt, aber meine weiß ich nicht. Habt ihr die aufgeschnitten? Meine lag mich hier vorne. Nee, nee, ist halt nicht schlimm. Ja, meine ist auch weg. Scheiße. CR75 weg. Shit. Ich kann dir noch eine geben. Ich hab noch. Oh, nice. Zwei Stück. Okay. Aber lass erstmal ein bisschen. Ja, ja, lass weg. Weißt du, was das Schlimmste an dem Ganzen ist, dass ich gestorben bin? Wirklich das Schlimmste. Ich hab den Cowboy-Hut nicht mehr. Oh, ja.
Achso, ja, warte mal ganz kurz. Hier, Schoki, du wolltest den noch haben, ne? Geil. Ist ja einfach, einfach aus wie so ein Asozialer. Nur ganz leicht. Ey, hast du mal einen Euro? Ey, Bruder, hast du mal einen Euro? Oh, Schüsse vor uns. Hab ich gar nicht gehört. Ich auch nicht. Ja? Ah, jetzt, ja, ja. Oh ja, die sind sogar nah. Oh je. Yeah. Ich hab die CR-75 in der Hand. Let's go. Ist das hier bei den Häusern schon? Nee, ne? Der hat sich aber so angehört, oder? Doch. Ich pushe einfach mal instinktiv zum braunen Haus erstmal. Bin bei dir. Bisschen Deckung. Oh, ich bin tot. Oben auf der Garage ist er. Junge, was ist mit dem Menschen los? Auf der Garage. Ich sehe ihn. Geht runter, glaube ich. Ich bin dead. Oh, nee, Alter. Kurze Info hier an dieser Stelle. Nachdem ich erschossen wurde, wollte ich natürlich so schnell wie möglich wieder zu meinen Jungs, als die aber vom Berg aus angeschossen wurden und ich den Gegnern direkt in die Arme gelaufen bin. Wer schießt? Auf dich? Auf mich. Wir kommen. Ah ne, Schoko, du musst eigentlich einen Reload machen. Shit. Ja, ich mach schnell einen, warte. Du gehst schon vor, ich mach schnell einen. Ey, jetzt bin ich in der Police, Alter, willst du mich verarschen? Ich sehe da oben Full Equipped mit Anglerhut. Neues hat keinen Anglerhut. Ja, ich weiß, ich hab keine Waffen. Ich hab nichts. Ich werd. Der eine läuft in meine Richtung. Ich ja. Nein. Achso. Einer ist hinter mir gewesen gerade. Oh ja. Ah, ich hab's gehört. Schakal, wo bist du? Ich versuche mich an den Rand zu pirschen. Ja, du hast eh keinen Fernkampf. Das... Oha, der hat an mir vorbeigeschossen, der Esel. Von rechts wird auf mich geschossen. Sturmgewehr auf mich und der Typ ist irgendwo hier in dem Busch mit dem Sniper. Oh shit. Ich renn auf euch zu. Ich hoffe, ihr seid das hier in dem Busch. Nee, das ist der. Oder? Keiner von uns. Nee, ich bin hier irgendwo. Der ist hier in dem Busch. Ich bin jetzt ober. Der schießt auf mich. Komm zurück. Ich hab keine Ausdauer. Sehen nicht. Der ist hier an einem großen Baum am Berg. Neues, du liegst? Ja, ich liege. Okay. Wow, der hat mich gesehen. Das ist Granny Hunter hier. Warte, ich muss mit ihm reden. Yo, Granny. Yo, du bist hier zum Umwand sein, oder? Ja, da oben ist irgendwo einer auf dem Berg, ne? Gehört der zu dir? Ja, der gehört zu mir, warte. Ach so, oh Scheiße, dann sage ich meinen Leuten in der Party Bescheid. Warte, kannst du deinem Kumpel da oben sagen, der soll aufhören zu schießen? Ich habe es meinen Jungs gerade auch gesagt. Hallo. Hallöchen. Hi, servus. Muss aber schließen zu tun. Auf geht's, Jungs. So schnell sieht man sich wieder. Ja, so schnell geht es in Chernobyl, ne? Gut, dass du nicht getroffen hast. Sorry, ich glaube, ich hatte keine Munition mehr. Ach, moin. Du! Oh Gott. Moin. Dusel, würde ich mal sagen, ey. Lukas, ja, dich hier, Glotzen, dich habe ich oben gesehen, ne? Hätte ich eine Waffe gehabt, wäre das böse gewesen. Luca, ich habe dich gar nicht gesehen, obwohl es der rote Schwert hat. Oh, ja, ich brauche aber eine CR-75. Herr Schoko, ja. Ich meine Herr Neuss. Ja, ich hab das CR-75. Wo bist du? Wo bist du? Also, ich bin der einzigste Bambi hier, Bro. Ach, du bist das? Ja, ja klar, ich bin absoluter Bambi. Hast du noch das Mac dazu vielleicht? Ein paar Schuss oder so? Das muss Max haben eigentlich noch.
Wie sie mich alle ganz komisch angucken. Ich. Was? Ist das Katze in der Dose? Das sieht ganz komisch aus, wie du mich da anguckst. Nice. Ortelar-Munition. Ruiniert. Kann dir nicht geben. Kann dich nicht füttern. Ja, wegen dem Baum. Man sieht auch keine Namen. Das ist wegen dem Baum. Alles cool, alles cool. Ich hab jetzt wieder cool. Alles cool, alles cool, alles cool. Alles cool? Alles cool! Ortelar-Munition. Ich spiele ja eigentlich eh mit CR75. Ach so. Mhm. Das ist die absolut tolle Challenge. 5 Sekunden später und Klotzen wäre tot gewesen. Ja, ich freue mich auch schon. Ich war schon hinterm Baum. Auch schon hinterm Baum. Hätten gleich gehabt. Ey, wer war von euch da unten, der in die Baumreihe sich zurückgezogen hat? Das war ich. Von hier rum. So, okay. Ich glaube, das ist kein langes Video mehr. Seid ihr doch Schwester, kann das sein? Granny, hast du meine Steps gehört, als ich von hinten ankam? Ja. Ja, okay. Deswegen habe ich Panik bekommen. Ich glaube, Granny und Teufel sind Geschwister. Ich wollte einfach zuschlagen. Ja, ich weiß, habe ich gesehen deswegen. Und dann habe ich den Namen nur gelesen, Teufel. Schieß ich mal nicht an. Oh Mann, ey. Ja, Gott sei Dank konnten wir hier das Friendly lösen. Wäre blöd gewesen. Schon wieder. Ja, das wäre wahrscheinlich schon wieder blöd aufgegangen. Ja. Vor allem, ich habe von unten, habe ich gerade versucht, dich irgendwie im Visier zu kriegen. Aber du warst ja auch im Main-Gebäude vom Balota Airstrike, ne? Ja. Ja, das ging alles ein bisschen zu schnell. Ich habe deinen Namen echt nicht gesehen. Und Shoki hatte ja dann mit der AK noch den Rest. Ja, und ein Headshot gesehen, ich hab das gelesen. Ja, ich hab's probiert mit der CR75, aber mit dem Ding kannst du nicht mal Steine töten. Was? Ihr unten habt das sonst noch geschossen, ne? Auf was? Weiß ich nicht, ich bin erst gerade gekommen. Oh. In Komarow, wo? Ja, hier Bambis. Vorne eben gerade. Unfreundliche Bambis. Aber ich hab sie versucht zu hauen. Jalla, jalla, also Glotzen, Granny, bis zum nächsten Mal. Jo, hat vielleicht irgendwer noch eine vernünftige Waffe für mich? Nee, ne? Lassen. Liebe Leute, zum Glück konnten wir diese Aktion natürlich noch friendly lösen. Grüße gehen da auf jeden Fall an den guten Glotzen und an Granny raus. Granny, vielen, vielen Dank fürs schnell erkennen, dass du gesehen hast, dass ich dieser Bambi war, der versucht hat, dich totzuschlagen an der Stelle. Liebe Leute, wir werden dann auf jeden Fall schon wieder am Ende von diesem Video. Ich hoffe, die CR75-Challenge ist in euren Augen geschafft. Und ganz klar, über eine Bewertung und Kommentare würde ich mich natürlich megamäßig freuen. Und hier in der Endscene habe ich nochmal andere Daisy-Videos für euch verlinkt. Schaut doch da mal vorbei, vielleicht kennt ihr das ein oder andere Video noch gar nicht. Und in diesem Sinne, liebe Leute, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal.